Weil ja, Madame Delver, die Schwestertümer von dem sozialen Europa, also in der ersten Europa, und, was soll ich da machen, in ihrer Meinung noch viel zu sagen, sozial und solidarischen Europa zu kommen? Was sind da eher Ideen für das Ziel zu erreichen? Ja, erstens muss man Steuern holen, abheben, für das so und so sind, für zu verdienen. Muss man aber in Europa auch investieren, für das Plätze geschaffen, für das Perspektive gehen, weil der Pächer so ein Erbisch und den Anständigstufe gezahlt. So das ist die große Wertung, die wir haben und ein Investment, weil im Moment gehen 20% Männer investiert wie vor der Krise. Das heißt, wir brauchen einen neuen Elan in Europa. Und da muss man aufpassen, dass Solidarität am Land spielt, mehr auch Solidarität zwischen den Ländern, denen es besser geht, an der Mitte von Europa, an den Ländern an der Peripherie, wo man Investitionen brauchen, für das da etwas entsteht und dass die Leute können da bleiben und da von ihrem Revenu leben. Das ist aber, das müsste ich nicht an paar Monate, aber es muss ich aufhängen, für das Perspektiven entstehen und eine Hoffnung entsteht an Europa. Natürlich doch, das Thema Steuern ist ungeschwert. Aber wenn das ja für ein Lachs liegt, dass man eben noch vielleicht darauf setzt, Steuerharmonisierung, dann noch vielleicht, dass eben Großmultinationale vielleicht verstärken müssen, Steuern bezahlen. Ich meine, das ist eine Menge weiter. Und wenn es ja auch so ist, dass die viel mehr Steuern bezahlen vom Tor hier, wie im kleinen Mittelständler-Unterprise. Ja, das ist eigentlich nicht akzeptabel, mit das System, dem dann viele Länder in Europa gibt. Und natürlich, die Groß, die sich können gut Steuern beholen, da liegt, denn wir sind da viel mehr fix wie andere, die vielleicht könnte von selbischen Dispositionen profitieren, die können nicht wissen. Ich meine, das ist wichtig, dass man eine Steuerregelung in Europa kriegen, die transparent ist und wie gut für ihn das bezieht, das soll nicht sein. Okay, so gleich, merci. Merci.